Ja, genau. Okay, wir haben einen sehr lieben Kollegen und guten Freund von uns heute Abend hier zu Gast. Er kommt aus Deutschland, er ist Kabarettist und Autor. Begrüßen Sie bitte den Jess Jochimsen. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Danke. Danke für die Einladung. Es ehrt und freut mich sehr, dass ich hier sein darf in der Schweiz zum Arbeiten. Als Ausländer ist ja nicht selbstverständlich, wenn man rumänische Wurzeln hat. Na, das ist für mich Schweiz super. Das ist so für meine germanisch-depressive Seele. Das ist alles so sauber und schick und gut organisiert. Hotel, tipptopp im Fall. Ich bin hier, ist ein super Hotel um die Ecke, so ein Designer mit Sternen und alles. Warm Wasser, alles spitze. Das ist ein ganz tolles Schild, das will ich euch erzählen. In meinem Hotelzimmer, wo ich heute wohne, am Fernseher ist ein Schild mit einem tollen Satz, da steht: Das Pay-TV ist gratis. Ich gebe euch die Zeit, ich habe auch gebraucht. Und da habe ich natürlich geguckt: Nein, das Pay-TV ist gratis, das ist toll, da kann die Krise nicht so schlimm sein. Das Pay-TV ist für euch, ich frage mal, wir haben ja Zeit zum Diskutieren, habt ihr spürbar Finanzkrise? Sie jetzt persönlich, meine ich. Mir ist scheiß wurscht. Also, ist nicht mein Land und bei mir zu Hause ist, ich lebe seit bestimmt 15 Jahren knietief im Minus, mir ist es egal. Ich habe immer Schulden, jetzt hat meine Bank mal welche, ist doch schön, dass ihr das Gefühl mal kennenlernt. Also, das ist, nein. Ich habe überlegt, ob ich mit einem Kollegen eine Privatbank gründen soll, schnell noch, damit wir in den Genuss des staatlichen Rettungspakets kommen. Das ist. Nein, wie ist es bei euch? Ihr müsst euch nicht melden, ihr könnt einfach so. Man sieht die Krise ja nicht. Das finde ich am spannendsten. Ist im Gegenteil, es wird alles immer schicker. Das kann man hier, wenn man durch das Kaufleuten läuft, leck mich am Arsch. Das ist ja schon. Da brauchst du Geld. Auch Leute meiner Generation, das ist, ich weiß gar nicht, wie es fassend, als ob die Yuppies wieder kämen. Das ist so eine Beobachtung. Wie in den 90ern. Die ganzen Yuppies kommen wieder. Jetzt ohne Geld, das ist verblüffend, aber sie kommen wieder. Von der Halt. Oh, ein Klatscher, das ist schön. Das ist einer. So. Das ist gut. Nein, das ist so von der Haltung, die keine ist. Man kann es ganz schlecht. So lauter so Event-Heinzelmänner, aber ohne dazugehöriges Event. So Ciabatta-Brotfresser im Geiste, sowas. Ist auch in der Schweiz. War doch heute am Zürichsee und hab mir das angeschaut. Ist ja kein schöner Anblick. So blutjunge Bankiers in Partner-Tracht-Tragödien gekleidet. Mit Nattel-Headset am Nordic Walking. Das ist armselig. Es hat übrigens Wachstumspotenzial, Nordic Walking. Habe ich nachgelesen. Sport mit dem größten Zuwachs in Deutschland, auch in Mitteleuropa. Das Walking. Das ist kein Sport. Walking ist Gehen. Gehen am Stocke. Das schaut scheiße aus. Ich halte Walking ja für eine Erfindung aus der Schweiz. Ein ganz cleverer Schweizer im Klimawandel. So den deutschen Deppen verkaufen wir die Stöcke auch ohne Schnee. Bringen wir hin. In meiner Geburtsstadt, ich lebe in Freiburg, aber ich komme aus München. Das ist eine wahre Geschichte. In München, wo wir beim Walking waren, vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, haben sie in München den kompletten mittleren Ring gesperrt. Das ist die Stadtautobahn. Für eine Nordic Walking Prozession. Das war so ein unfassbares Bild. 14.000 Teilnehmer. 14.000 Denkende an sich, wahlberechtigte Deutsche. Leute, so Steckenschnecken, immer im Kreis. Ich habe mir das so am Straßenrand angeschaut und neben mir stand eine Oma, steinalt, Mütterchen, 90 oder so. Die sagte irgendwann zu mir: Die machen den ganzen schönen Teer kaputt. Dafür hat uns der Führer die Autobahnen nicht geschenkt. Sonst hat sie gesagt. Hat sie? Oh. Das ist dieser. Ich kenne diesen Schweizer intellektuellen Lacher. So klatschen, aber auch so. Oh. Wir hatten eine andere Vergangenheit. Schon klar, ihr seid ja neutral. Ihr kommt gut durch die Krise, bin ganz sicher. Ihr habt unsere alten Goldreserven, das passt. Also, wo wir beim Thema sind, damit verabschiede ich mich, erzähle nur kurz von meinem Opa, weil es gerade passt, auch in Fasnacht. Mein Opa, ist, kann ich ja hier sagen, ist ein Nazi, aber ganz netter. Wirklich ein ganz,
ein netter, aufrechter Faschist, immer mit Spaß an der Sache. Und in Fasnacht, im Fasching, das war 1976, da war ich 6 Jahre alt. Unvergessen, wie mein Opa im Fasching 76 mit einer SA-Uniform zum Prinzenball auflief. Und da war Stimmung in der Hütte. Und es war so ehrlich. Legendär und würdevoll aber die Frau an der Kasse, wie sie meinen Opa begrüßte. Heil Hitler, Herr Jochimsen, aber hier kommen Sie nur verkleidet rein. Danke für die Aufmerksamkeit. Yes, Jochimsen. Hey. Yes, Jochimsen. Yes, du bist ja nächstens auf Tour hier in der Schweiz, zusammen mit dem Schweizer Kabarettist, mit dem Andreas Thiel. Ja, einen Tag machen wir zusammen. Einen Tag sonst macht wird Stress. Ah, wird ja. Etwas ganz Exklusives. Leider ist es schon ausverkauft und wir sagen darum nicht, wo es ist. Da in Winterthur halt. Ja. Also, du bist ja nicht nur Kabarettist, du bist auch Autor. Und zwar von Roman. Du hast Roman geschrieben, aber ja. Du hast auch ein Buch rausgegeben mit Fotos, die du sammelst. Und das sind echte Fotos, ja, nicht Fotomontagen. Was auch nicht digital ist, noch alles mit Film. Ja, also wirklich genau einfach fotografiert. Wir haben da vielleicht gerade mal ein paar Beispiele. Es ist wirklich echt. Ja. Nochmal ein Beispiel. Ja, das ist auch der schön. Braucht ein bisschen länger, das Bild. Ja, da wohne ich um die Ecke. Ja. Und oh, nochmal eins, ja, wenn es so schön ist. Komm mal kaufen. Das Buch ist voll von diesen Beispielen. So, und jetzt mach die Abendrunde sehr entspannt. Ich zeig nur Dias. Sollen wir unsere Gesprächsrunde erweitern? Wir kommen zum politischen Talkgast, den wir heute Abend hier haben.